Moin, ich bin Gambit-Spieler und ich begrüße euch zum nächsten Teil von Hybris Rippers. Und wir sind immer noch in der ersten Mission. Und es geht darum, worum ging es eigentlich? Ja, das Monster zu finden. Und dafür mussten wir doch im letzten Teil diesen Schalter zerstören. Und haben mitbekommen, dass wir da eine Waffe im Spiel haben. Was nicht erlaubt ist. Das dürfen nur die Gardisten. Warum eigentlich? Ja, wahrscheinlich deswegen, weil durch Waffen der letzte Krieg ausgebrochen ist und damit die Welt zerstört wurde. Und da ist ein Monster und wir wollen Erfahrung sammeln, also greifen wir mal gleich an. Und nur ein Monster, das freut Ivan und Kiro. Hoffentlich geht das gleich im ersten. Reicht nicht. Na gut, aber jetzt ist das Monster tot. Das dürfte reichen, gut. Das ist schon mal positiv. Neuer Bonus. War das jetzt der Bonus, obwohl eigentlich nach dem Ausmachen der ausgeschaltet worden sein sollte? Schwer zu sagen. Oder ist es ein neuer Bonus? Oh, eine Sequenz. Mit deiner Pistole dürfen wir wohl leicht durchkommen. Dürfte recht effektiv gegen die Dämonen hier sein. Und wir sind wieder in einem Tutorial. Yes! Ja, ja, ein komplexes Spiel hat viele Tutorials. Okay. Ach, no. Hä? Okay, das brauche ich jetzt wohl wirklich. Das Ausrüsten von Aktionen wird im Menü in den Punkt Aktion vorgenommen. Okay, das ist was ein bisschen anders als im... Na, mal gucken. Also, wo war das jetzt? Aktionen. Das ist im Vergleich zu Demos anders und zwar schön gemacht, aber es wird in meinen Augen, obwohl man kann jetzt auf, ey, das ist gut. Anfangen kann man auch während der, obwohl man nicht kämpft, sich erholen. Also das ist eine klasse Verbesserung. Weil ich mir hier noch nicht so richtig vorstellen kann, dass der, muss ich einfach mal jetzt ausprobieren. Jetzt bin ich mal neugierig. Oh, jetzt kommt Aktionstypen. Okay. Schusswaffen können das Leben tatsächlich erleichtern. Aber vergiss nicht, dass sie immer Munition benötigen. Und davon habe ich nicht unendlich. Schade eigentlich. Okay, Munition kann man, muss man finden, das ist klar. Also Tutorial sehr ausführlich. Ich denke aber, dass es sehr komplex ist, bis ich die ganzen Fähigkeiten habe. Bin ich mal gespannt. Aber ich interessiere mich diese Zusatzaktion. Der Scan ist auch möglich. Okay, und was kann man da? Aber jetzt interessiert mich einfach mal. Gucken. Das war Schuss, das war... Also anscheinend gibt es da wirklich nur eine Möglichkeit, Option. Okay, gut. Oder haben wir noch irgendwas? 7? Okay, das dürfte wohl sein, das ist ein bisschen widersprüchlich. Ich habe echt gedacht, wir könnten jetzt 2 Optionen wählen. Aber anscheinend doch nicht. Na gut, was soll's. Auf geht's, um Erfahrung zu sammeln. Kurz und schmerzlos.
Ah, das ist für den Kampf gedacht. Okay, das ändern wir nachher mal gleich wieder schön um. Weil das ist ätzend, wenn man nicht immer eins drücken kann. Nö, wirklich nicht schlecht. Mal gucken. Zwei Runden, Gegner Level 3. Aber kein Bonus erhalten. Aber schnell mal die Aktion wieder ändern von Ivan. Das ist ja sowas von blöd. Den Hieb will ich auf die 1, den Schuss auf die 2. Kann man den noch irgendwie auf was anderes packen? Nein. Na gut, dann wollen wir mal weiter. Und wir gehen weiter ins Lager und schauen uns, was wir noch so alles entdecken. Ein Kampf und wieder ein Monster. Komm, ich will Erfahrung haben. Kurz und schmerzlos. Und weg mit diesen. Also man darf hier wirklich keine Arachnophobie haben, denke ich. So viele Spinnen, wie es hier gibt. Ich würde fast sagen, ich hätte den Kampf-Simulation nochmal besser durchlesen müssen. Oder besser das Tutorial. Okay, dann wollen wir mal laufen. Und wieder eine Fledermaus. Komm, Fledermaus. Dein letztes Stundenhalt geschlagen. Aus dem Weg. Ja. Ah. Dumme Fledermaus. Nicht mit mir. Denke ich auch. Und weiter geht's. Ach ja, bevor ich es vergesse. Was ist denn jetzt schon wieder? Du könntest ruhig etwas freundlicher sein. Das sagt der Richtige. Aber egal. Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass wir jederzeit unsere Heilkröte verwenden können, um unsere Wunden zu versorgen. Und? Oh ne. Behandle mich nicht, als wäre ich ein Anfänger. Aber wir sind Anfänger. Wie auch immer. Danke für deine Fürsorge. So, ich fahre das Tutorial. Als ob ich es geahnt hätte. Na, mal gucken. Also Heilkräuter, wenn es eben geht, werde ich die sparen. Mal gucken, was dann passiert. So, können wir weitermachen? Oh, nein, können wir nicht. Okay, das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Mhm. Das ist positiv. Kann der Gegner also nicht angreifen. Bestimmt finden wir hier unten noch den ein oder anderen nützlichen Gegenstand. Halt die Augen offen. So, können wir weiterkämpfen? Jo, können wir. Aber mal gucken, ob wir es finden. Ob Ivan recht hat. Ah, wieder Spin. Was war jetzt Ivan? Damit können wir also die... Wieso treffe ich die denn nicht? Bin ich blind? Okay, scheint aber ein bisschen verpackt zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Na komm. Ich hör hier doch was. Tür auf. Und? Mal gucken. Von Weitem. Mhm. Jetzt müsste es aber klappen. Ja, gut, passt. So, das scheint ja ein Aktionsfeld zu sein. Von hier aus wird ein weiterer Raum verriegelt. Wie es scheint, handelt es sich um die Lagerhalle selbst. Soll ich? Warte!
Ich kann den Raum von diesem Pult aus entriegeln. Sollte kein Problem sein. Und jetzt müsst ihr ihn weiter verriegeln. Das wäre der Klasse. Das wär's. Ich nehme an, der Dämon wird dort unten von uns... Also man sollte auch lesen können. Ich nehme an, der Dämon wird dort unten auf uns warten. Und auf geht's. Erfahrungspunkte. Warte mal, das sieht doch so aus, ob da was zu holen ist. Jo, ich hab's geahnt. Und Heilkraut. Na komm, Spinne. Oh, was war das denn eben? Ein Spinnennetz. Wenn es nur ähnlich ist wie in der Demo, werden wir dieses Spinnennetz noch gebrauchen können. Aber ich lasse mich überraschen. Eine Weste. Und wir starten ein neues Tutorial. Das kann ich mir jetzt nicht aus der Demo erinnern mehr, ob wir auch Rüstung hatten. Aber es ist natürlich nur nachvollziehbar. Nee, doch, das war doch in der Demo... Ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, mit Absicht, damit ich das die Vollversion nochmal schön von vorne genießen kann. Oh, andere Effekte mit drin ist auch in Ordnung. So, gut, genug gelesen. Wir wollen mal gleich die Weste einsetzen. Ausrüstung. Vermut Makiro ist schwächer. Der hat eine Weste. Aber Ivan hat keine Weste und die wollen wir ja mal gleich anziehen. Jo, das ist doch gut. So, dann wollen wir mal hier raus. Und sollte ich irgendwie mal versuchen, irgendwas gegen dieses langsame Lagen. Ja, die Zeit, die rollt auch wieder davon. Aber ich werde trotzdem noch diese Spinne fertig machen. Na komm. Und noch eine einmal Spinne. Nicht schlecht, was? Oh. Item-Bonus. Das bedeutet wohl, man findet mit einer 5% Wahrscheinlichkeit jetzt ein Item. Und das ist jetzt klar. Also wenn ich jetzt speichern und aufhöre, dann würden die Bonus wohl wegfallen. Gut, daran geht's nicht. Also muss ich doch nach rechts. Hätte ich mir auch gleich denken können. Und ich habe das Gefühl, der wird immer langsamer. Ja, Grafik gut, aber irgendwie, mein Laptop möchte nicht. Oh man. Und das ist eigentlich immer noch das Tutorial und ja, die Zeit für die Spinne haben wir auch noch. Oh man, Götter verliebt. Sprachausgabe beim RPG-Modus ist sowieso immer eine Seltenheit. Sollte es öfter mehr Spielen geben? So, weg mit dir, Fledermaus. Und gibt's einen Bonus? Ein Spinnenbein. Okay. Na komm. Und was haben wir hier? Munition. Und ich denke mal, was war das jetzt? Zwei. Ja. So, gut. Damit dürfte der Weg frei sein. Und es wird wieder langsamer. Oh Mann, oh. Ich sag jetzt einfach mal, die Zeit ist wieder um. Leider. In diesem Fall, dann speichere ich einfach mal. Einmal System. Speichern. Auf dem zweiten Spielstand sicherheitshalber. Und das war's auch so mit diesem Teil. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Gambit-Spieler.